Es ist 9 Uhr und der Paul ist schon wieder am Flirten, die Sau. Guck ihn dir an. Zwei Ladies hat er sich ausgesucht. Wisst ihr, was geil ist? Wenn man über Nacht die Standheizung anhatte, somit die Dusche und somit auch das Klo erwärmt ist und man morgens sich auf ein warmes Klo setzt. Das ist wie so eine Klobrillenheizung sozusagen. Mega. Ja, und damit willkommen zum neuen Video hier am Sonntag. Ich befinde mich gerade in München beim Dennis von Van Vibes und wir verbringen heute den Tag zusammen. Ich habe einfach ein bisschen Bock zu chillen. Und er hat so ein, zwei Sachen, die er an seinem Sprinter noch ändern möchte. Unter anderem werden wir heute einen Einzelsitz holen. Vielleicht bauen wir den heute auch schon um, ich habe keine Ahnung. Und ich habe hier auch noch eine Kleinigkeit am Wagen zu machen. Und wir schauen mal, was der Tag so bringt. Und vor allen Dingen zeige ich euch mal den Sprinter von Dennis, weil das Ding bereitet mir schlaflose Nächte und feuchte Träume, sage ich euch. Das Ding ist wirklich geil. Also seid gespannt, viel Freude beim Schauen des Videos. Leute, schaut euch das mal an, was da hinten rausguckt. Ist das nicht obergeil? Mercedes Sprinter, Allrad, 4x4, Obereigner, Umbau. Fetteste Karre, ey. Brutal. Ich zeige euch gleich vielleicht nochmal ein bisschen mehr davon. I love it. Schaut mal, wenn das da so aussehen würde, wäre doch mega, ey. Nice. Da passt auf jeden Fall ein Paul dazwischen. Paul, kurz Kopfvergleich. Pauli, jetzt warte doch mal kurz. Ja, fast, sag ich doch. Ja, das ist hier die Chiara, na du Hübsche. Das ist die Chiara und das ist die kleine Coco. Und die Coco hat übelst Bock auf Spielen mit Paul. Oh, Jungs, Mädels, was ist hier los? Ja, Paul ist auf jeden Fall der Hahn im Korb hier. Jo, also, wir werden jetzt heute ein bisschen basteln. Und ich habe ja gesagt, ich habe eine Sache, die ich gerne noch erledigen würde. Und zwar ist mein schöner Scheinwerfer hier schon seit Monaten feucht angelaufen innen drinne. Chiara. So sieht er normalerweise aus. Ja, und so sieht eben der Scheinwerfer aus, der von innen angelaufen ist. Das Problem ist tatsächlich, ich habe die Scheinwerferringe, also diese hier, habe ich raptern lassen, als ich damals den Krankenwagen machen lassen habe. Und habe das Ding dann scheinbar nicht mehr richtig zusammengebaut. Das heißt, es ist nicht das Verschulden des Herstellers, dass die Lampe undicht ist, weil die Lampen sind eigentlich dicht, sondern es ist ganz alleine mein Verschulden. Ja, und deswegen werde ich mich da jetzt mal kurz drum kümmern, die Lampe abbauen. Und dann mal gucken, ob das Ding wieder trocken ist oder ob ich mir Goldfische im Baumarkt holen muss. Scheinwerfer ist ab. Gehen wir mal in die heiligen Hallen von Dennis. Er hat nämlich hier seinen schönen Sprinter. Und eine Werkstatt. Das ist übrigens der Dennis. Moin moin. Sag mal hallo. 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 Ja, und hier ist eine kleine Garage, die sich so, glaube ich, jeder Schrauber wünscht. Und wo lackierst du jetzt? Da. Da hinten. Kann ich hier meine Lampe auseinanderbauen? Hier werden nämlich gleich noch Schrankfronten lackiert. Das ist Multiplex einfach in schwarz. Ich zeige euch nachher mal innen das Ergebnis. Sieht richtig geil aus. Siehst du hier, guck mal, die Schraube, die ist doch schon locker. Wie soll denn hier was dicht sein? Kann ja gar nicht gehen. Man muss sich halt dann aufraffen, einfach alleine zu schrauben. Das ist immer nervig. Aha, guck hier, da ist nämlich das Problem. Da war nämlich die Dichtung nicht richtig drin. Siehst du das hier? Scheiße. Also Leute, Problem schon gefunden. Hier ist eine Dichtung drin und die muss eigentlich natürlich perfekt hier in dieser Naht liegen. Und die war hier eingeklemmt. So. Und deswegen kann da natürlich Wasser reinlaufen. Tü-tüm. So, einmal trocknen, ein bisschen liegen lassen und dann sollte das wieder laufen, das Dingen. So, jetzt muss die scheiß Dichtung hier wieder rein. Und diesmal bitte nicht verkacken, Herr Freund. Sonst hat sich das wahrscheinlich mit dem Scheinwerfer bald erledigt. Ja, Glas vielleicht noch drauf. Fertig. Das sieht doch sehr vernünftig aus hier. Jetzt sitzt alles wieder, wie es soll. Eigentlich sollte der jetzt dicht sein. Ja Leute, es waren jetzt irgendwie, keine Ahnung, 10 Minuten Arbeit und siehe da, beide Scheinwerfer sind wieder am Start. Ich meine, die haben ja vorher auch geleuchtet,
Aber das Wasser da drin war halt wirklich nicht gut, zumal sich ja schon tatsächlich die Platine so ein bisschen angegammelt hat. Manchmal muss man so Dinge einfach eben mal angehen, damit es dann auch funktioniert. Aber ihr seht, tada, es funktioniert. Richtig geil. So, ich verlinke euch gerne mal die Scheinwerfer unten, auch die kleinen. Dann könnt ihr euch die auch kaufen, wenn ihr Bock auf geile LED-Scheinwerfer habt. Und mein Freund, wie läuft bei dir? Ich muss warten, bis es trocken muss. Dann kann ich umdrehen und andere Seite machen. Hey, hier sind schon ein paar Teile schwarz. Zum Beispiel die Hecktüren hier. Sieht schon krass aus eigentlich. Ein geiles Finish in dem Schwarz. Gefällt mal gut. Dennis, Paul und ich fahren jetzt. Wo fahren wir jetzt eigentlich hin? Ich glaube nach Moos-Inning. Nach Moos-Inning. Genau, da gibt es nämlich einen Einzelsitz für Dennis, seinen Sprinter. Kannst dich jetzt schon mal dran gewöhnen, wie das ist als Beifahrer, ja, auf dem Einzelsitz. Schon mal Probe. Genau. Ja, und jetzt holen wir uns erstmal was zu futtern. Ich habe Hunger. Jo, wir haben neuen Sitz. Geil. Nö. Zentimeter nicht. Stell mal kurz hoch. Oder warte. Jetzt habe ich noch mehr Kopfstützen. Ey. Ich muss aber Polsen ab hier weg. Ne? Ist drin, oder? Ja. Ja, sauber. Dann klemm die doch mal dazwischen. Ja, dann haben wir gleich einen Abstand zum Kühlschrank. Ah, Leute, so, Sitz ist eingeladen. Bist du happy? Alles bestens. Geil. Dann gehen wir jetzt uns was zu essen holen. Dönerim, oder? Freilich. Mag mal lecker Döner. Ich weiß nicht, wie lange ich keinen Döner mehr gegessen habe. Es ist auf jeden Fall ziemlich lange her. Und ich habe richtig Bock. Und hier ist voll laut überall. Guten Hunger. Mahlzeit. Prost. We are back bei der Sprinter Baby. Und wir waren noch mal kurz im Kaufhaus mit dem roten M. Heißt es rotes M? Gibt es ein rotes M? Keine Ahnung. Auf jeden Fall war mein Mediamarkt. Das wollte ich eigentlich sagen. Und ich habe mir gekauft einen Rasierer und, Leute, eine neue Streamcam. Denn ich möchte mir so ein kleines Streaming-Setup einrichten und ich hoffe, dass das damit einigermaßen funktioniert. Ich habe keinen Bock auf so eine richtige Kamera-Action, weil ich im Krankenwagen einfach zu wenig Platz habe dafür. Und wenn jetzt hier nachher irgendwann mal dieser Sitz draußen ist, dann werde ich das mal einrichten und versuchen, mal auszuprobieren. Und dann machen der Dennis und ich heute Abend einen Livestream bei Twitch oder so. Wie wir Bier trinken. Aber ich glaube, da wird man gebannt. Kann das sein, wenn man Bier trinkt bei Twitch? Nee, ich glaube, Alkohol ist in Ordnung, wenn es nicht irgendwie exzessiv ist oder sowas. Alkohol ist in Ordnung, stark. Schauen wir mal. Und jetzt ist es so, dass... Machen wir das jetzt mit deiner Bank oder machen wir das nicht? Nee, machen wir schon. Schon, gell? Sofort die Bank austauschen. Ja, hier ist die Doppelsitzbank, die muss raus. Und dann muss der Einzelsitz da rein. Aber ich sehe, du hast da schon so ein bisschen Kram noch drunter, ne? Das habe ich dir erzählt. Ja, das wissen doch die Leute nicht, Mann. Ja. Ja gut. Hätte schon längst draußen sein können. Der Dennis hat hier in seinem Sprinter alles schwarz gemacht. Und das sind die Sonnenblenden vom neuen Sprinter. Das hat er schwarz lackiert. Sieht mega schön aus. Ich will das auch haben. Hier ist alles voller Filz. Ich hasse ja Filz, ne? Ich weiß nicht, wie man Filz verarbeiten kann. Nee, natürlich nicht. Filz ist mega geil und das sieht richtig schön aus hier im Cockpit. Ich glaube, das werde ich auch irgendwann machen, wenn mein Bauprojekt dann mir nicht mehr so viel Kraft fordert oder so. Werde ich, glaube ich, meinen Vorderwagen auch nochmal ein bisschen aufpimpen. Ja, und Leute, hier gibt es eine Doppelsitzbank zu verkaufen. Wenig benutzt, ohne Hundehaare. Mit Drehkonsole, die eintragbar ist. Per mit Einzelabnahme. Drehkonsole. Du hast die eingetragen. Ah, Alter, die ganzen Kosten für den Arsch. Egal. Also auf jeden Fall grundsätzlich verlinke ich euch natürlich alles, was der Dennis da so unten, andersrum. Ich verlinke euch das alles in der Beschreibung, wo ihr den Dennis findet. Und wenn jemand von euch jetzt Bock hat auf eine Doppelsitzbank mit Drehkonsole, was echt ganz geil ist, kannst du das mal kurz drehen? Das können wir da vielleicht noch einmal zeigen. Ja, das dauert auch nicht lang. Also das wird grundsätzlich hier mit so zwei Schrauben fixiert. So. Nee, vier.
Ja, also gut vier, aber du hast immer... Ich habe nur zwei drin. Illegalerweise immer nur zwei drin, ja. Nur der Hund, sagt er. Das wichtigste Hab und Gut, was er hat, ist der Hund. Und er sagt nur der Hund. Der Einzige, der sich mit mir abgeben will. Und das funktioniert auch bei geschlossener Tür übrigens. Das ist halt schon echt geil, ne? Dann kann man es noch festschrauben, dass es nicht hin und her rutscht, wenn man drauf sitzt. Genau. Aber man hat halt jetzt richtig viel Sitzfläche für ihn. Gut, da geht dir jetzt ein bisschen Fläche flöten, aber du machst ja da auch wieder eine Drehkonsole für den anderen Sitz rein. Ja, richtig. Und so kannst du ja trotzdem auch noch da entspannt sitzen. Geil. Du musst halt Gewicht sparen. Das ist der große Punkt, warum ich das mache, weil ansonsten hätte ich die behalten. Ja, Leute, da sind wir wieder bei dem leidigen Thema Gewicht. Ist halt nicht so einfach, einen Allradsprinter auf unter 3,5 Tonnen zu halten. Mit einem schönen, eleganten Ausbau, der nicht nur aus Plastik besteht, ne? Und dann auch noch irgendwie abreisefertig mit zwei Personen und so unter 3,5. Ist nicht so einfach, aber der Dennis gibt sich da viel Mühe. Und fräst zum Beispiel, ich zeige euch das mal kurz, fräst zum Beispiel hier in den Schränken immer auch wieder Teile aus, dass da einfach Gewicht rausgeht. Das ist eine Heidenarbeit, gell? Du stehst dann da stundenlang und... Ja, aber so ein Stück Brett wiegt halt irgendwie 10 Kilo. Und wenn du davon halt die Hälfte hinten wegfräst, bist du halt bei 5 Kilo. Noch mehr als die Hälfte raus. Oder noch mehr als die Hälfte. Kann man sich 8 Kilo sparen, nur bei der einen Wand hier zum Beispiel. Ja. Und wenn man das halt überall macht, dann kommt da einiges zusammen, was man an einem Gewicht weniger hat. Ja. Ja, aber wie du schon gesagt hast, es ist viel Arbeit und sehr viel Dreck. Ja, die Alternative wäre halt dieses, was hast du gesagt, Balsaholz oder Balsaholz, was aber sehr wahrscheinlich extrem teuer ist und unbezahlbar. Oder halt Pappel. Ja. Da werde ich vielleicht auch mal noch ein paar Teile austauschen. Werden wir dann sehen, wie ich jetzt so mit dem Gewicht am Ende zurechtkomme. Das wird euch Dennis dann sicherlich auch in einem seiner Videos erklären. Und ob er das geschafft hat und wie er das geschafft hat, schauen wir dann. Aber der macht schon geile Sachen. Also dafür, dass er das alles auch genauso wie ich und wie alle anderen ja auch irgendwie selber bauen, das sieht schon alles super edel aus. Ist schön weggefräst hier. Kann ich es aufmachen oder erschlägt mich dahinter irgendwas? Ist alles leer, wie ein Gewicht, weißt du ja. Ja, ungenutzter Stauraum. Aber ist schon schön geworden, auf jeden Fall. Boing. Mit Magnet sogar. Paul. Entschuldigung, was suchst du da? Ich glaube, du musst die Sitzbank kaufen. Ja. Wie gefällt dir? Was guckst du mich so an? Deine Rehaugen. Ja? Da ist eine Wespe. Du hast einen illegalen Einwanderer. Im Auto. Oh je, die versucht gerade noch so zu überleben. Oh ne, die liegt auf dem Rücken sogar. Die hat sich schlafen gelegt. Na gut, lassen wir sie schlafen. Die ist immer noch drin. Sei nicht so frech. Ich dachte, Mann, ihr seid zum Arbeiten hergekommen und steht ja beide so rum. Pauli, wo ist eigentlich. Also, Pauli, wo ist eigentlich die Chiara, sag mal? Pauli, wo ist die Chiara? Geh mal gucken, wo die Chiara ist. Wo ist die Chiara? Da ist die Chiara. Na, du Vogel. Und die kleine Koko sitzt hier wie so ein kleines Häufchen. Wie so ein kleines Häufchen. Hallo. Oh, Pauli. Pauli, was hast du da? Kann ich das mal haben? Pauli, komm mal her. Pauli, komm mal hierher. Komm mal her. Was ist das? Darf ich mal haben mit... Oh. Ein Herz. Na, ist schön. Oh, es passiert was. Ach, das ist das Zeug, was du erzählt hast. Brauchst du noch keine zwei Gurtstraffer mehr, oder? Ja, richtig, ja. Kannst du einen so einen Pinnacle da rausbauen? Oder? Nee. Kannst du nicht rausbauen, muss man Widerstand reinmachen. Muss man dort legen. Den Widerstand habe ich gestern schon bestellt, den verlinkt euch der Dominik sicherlich unten in der Videobeschreibung. Nice. Bisschen Hoden. Verteilergetriebe und die Oberecknersäcke. Das darfst du nicht benutzen, das ist schlecht für die Klicks. Oberecknersäcke. Das ist von den Differentialsperren. Mhm. Die sind nämlich, nennt sich das hydraulisch oder pneumatisch? Wenn es Luft ist, dann pneumatisch. Also in diesem Fall würde ich sagen pneumatisch, weil dann hydraulisch würde dieses Schläuchchen hier nicht aushalten. Ja. Aber hydraulisch war dann mit Öl oder was? Ja, mit Öldruck, ja. Genau, also es ist halt pneumatisch gesteuert, also mit Luft.
Und das sind halt so Luftausgleichsbehälter oder sowas, glaube ich. Ja, ja, das sind, die heißen, bei Mercedes heißen die wirklich Bullen-Eye. Ja. Deswegen erstmal das Ding weg. Dafür muss ich noch hier die zwei Schrauben lösen, da komme ich ja wegen den Eiern gerade nicht richtig hin. Eier? Die Eier. Immer dabei. Zwei Eier, hab ich immer dabei. Das Beste am Selbstmachen ist, wenn man Leute hat, die es für einen machen. Genau. Das ist jetzt so Self-Made, Alter. 6 Stunden später. Einmal mit großes Arbeiten. Hast du jetzt die Plattform rausgefunden, wie die heißt? Wollen wir das bezahlt machen, oder was? Ja, sicher. Der Content ist nur auf Abo. Dennis zieht sich gleich noch aus und dann wird hier alles bezahlt gemacht. Wieso soll ich mich ausziehen? Das ist dein Kanal, du musst dich ausziehen. Ja, aber du bist jetzt hier der Akteur. Ich stehe hinter der Kamera. Na, Google mal da. Da bin ich jetzt nochmal gespannt, was die wiegt, du. 19. Also es kann sich nur noch um Stunden handeln. Vorletzte Schraube. Nee, vorvorletzte, da ist auch noch eine. Da drin kommen auch noch. Ach, da drin sind ja auch noch welche. Er hat es echt geschafft, die Sitzbank ist draußen. Oh oh. 14,4. So Leute, schaut mal, der Jan ist ja auch gerade noch zu Besuch. Ehemals bekannt als Selfmade-Camper-Van. Der hatte so ein Iveco Daily umgebaut als Camper. Und er ist jetzt aktuell mit so einem alten Mercedes ML unterwegs und hat den so ein bisschen auf Offroad umgebaut. Auch eine ziemlich coole Geschichte. Hier so mit BF Goodrich und Stoßstange gekürzt für den perfekten Böschungswinkel. Mit einem LED-Bar-Ding vorne dran und hier ordentlich Licht oben drauf. Und ein Dachzelt gibt's auch. Sieht auf jeden Fall massive aus. So sieht das Chaos aktuell hier drinnen aus. Also ich kann auf jeden Fall erahnen, dass der Ausbau ziemlich sick wird, wenn das Ding erstmal fertig ist. Ich meine, die Optik hier ist ja, finde ich, wirklich schon richtig, richtig geil geworden. Dennis hat auf jeden Fall vor, in den nächsten Wochen, also so 3 Wochen hat er gesagt, will er das Ding fertigstellen. Und dann soll es rein theoretisch nach Griechenland gehen. Aber Corona ist natürlich ein Thema. Und ja, mal schauen, ob die ihn überhaupt noch über die Grenze lassen. Bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ja, und wie gesagt, folgt ihm auf jeden Fall, checkt den Kanal, ich muss kurz nach Paul gucken, Pauli, checkt auf jeden Fall den Kanal von ihm aus, denn er wird auf jeden Fall auch Videos posten, wie er das ganze Ding gebaut hat und wird euch da vielleicht auch mitnehmen auf die Reise nach Griechenland. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das da alles wird und würde mich natürlich auch gerne mal verpissen in die Sonne. Aber ihr wisst ja, Freundschaft Paradise geht steil und ich blende euch jetzt mal gerade ein Bild ein. Die Bagger, beziehungsweise der Bagger steht schon. Ich habe gerade einen Spionageshot sozusagen von meinem Nachbarn bekommen, der mir ein Foto geschickt hat und gesagt hat, kann losgehen. Geil, richtig, richtig gut. Ja, und am Montag um 7:30 Uhr habe ich einen Termin. Nochmal mit dem Erdaushubmenschen und dem Bodenplattenbauer. Und dann wird es auch so langsam losgehen. Ich bin richtig aufgeregt und ich habe richtig Bock auf das Projekt. Bin sehr gespannt. Ja, und heute Abend fahre ich auf jeden Fall noch weiter Richtung München rein. Und da treffe ich noch 2 Freunde, die bei mir aus der Heimat kommen, aber schon seit sehr, sehr vielen Jahren in München wohnen. Mit denen werde ich noch einen Abend verbringen. Und dann morgen geht es zu meinem Papa. Mit dem werde ich, wie gesagt, den ganzen Buchhaltungskram und so erledigen. Beziehungsweise auch den ganzen bürokratischen Teil für Freundschaft Paradise. Denn ich habe die ganzen Briefe und Akten und so einen Quatsch gesammelt, aber habe halt im Krankenwagen überhaupt keinen Platz. Und das geht jetzt dann alles zu meinem Papa, der heftet das ordentlich ab. Der hat nämlich eine normale Wohnung im Gegensatz zu mir und der kann das da ordentlich verstauen. Und dann bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es dann nächste Woche losgeht. Das war jetzt einfach mal so ein Video, wie wir heute unseren Tag verbracht haben. Ich wollte euch unbedingt mal den Sprinter zeigen vom Dennis. Ich bin total in love mit dem Teil. Ich finde es richtig geil. Dennis ist ein klasse Typ. Macht richtig Spaß, mit dem abzuhängen und auch zusammen zu schrauben. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach nächste Woche, wenn es dann an Freundschaft Paradise geht. In diesem Sinne, wenn ihr neu seid, abonniert meinen Kanal. Ja, und ansonsten lasst mir natürlich einen Daumen hoch da. Daumen runter ist kacke, wie immer, wisst ihr ja. Und kommentiert fleißig, was ihr zu dem Sprinter sagt und ob ihr vielleicht auch mehr davon sehen wollt. Vielleicht habe ich sogar mal irgendwann die Chance, von dem Ding eine Roomtour zu drehen für euch, damit ihr mal seht, wie das Teil dann fertig aussieht. Dennis wird mich sicherlich nächsten Sommer mal besuchen kommen auf Freundschaft Paradise, wenn er dann wieder aus dem Ausland da ist. Ja, genau. Also Leute, ich wünsche euch einen schönen Sonntagabend. Wir sehen uns nächste Woche bei Freundschaft Paradise. Tschüss mit Ö.